Lieber Markus Meschig, herzlich willkommen. Danke, dass du dir heute Zeit nimmst. Du bist ja Sozialpädagoge, Hochschullehrender und Leiter von ENTA, der Fachstelle für digitale Spiele in Graz. Und heute sprechen wir genau über dein Fachgebiet, nämlich Online-Spiele. Unter anderem sprechen wir dann über problematisches Spielverhalten, Finanzierungsmodelle sowie Gender und Gaming. Zum ersten Thema bin ich auf eine aktuelle Studie aus dem Jahr 2022 gestoßen und die AutorInnen kommen dabei zum Ergebnis, dass sich häufiges Videospielen bei Kindern und Jugendlichen positiv auf die Intelligenzentwicklung auswirken kann. Jetzt sagen aber natürlich einige Personen, Kinder und Jugendliche spielen viel zu viel Spiele. Siehst du, dass hier die Gefahren überwiegen? Also diese positiven und vermeintlich negativen Seiten oder vermeintlich positiven und vermeintlich negativen Seiten sind eigentlich zwei Seiten von einer Medaille, muss man sagen. Ja. Mhm. Vielleicht vorweg, das wirklich pathologische Spielen, also das suchtartige Spielen, betrifft einen sehr kleinen Teil der Bevölkerung. Da geht es um unter 1%, ja, die wirklich auf dieser Gaming Disorder, auf diesem mit diesem Diagnosespektrum diagnostiziert werden könnten. Mhm. Das heißt aber natürlich nicht, dass es kein problematisches Verhalten geben kann im Vorfeld. Ja. Nur es muss klar sein, wenn ein Kind, wenn ein Jugendlicher oder Erwachsener sehr viel Zeit mit dem Medium verbringt, ja, dann macht er das nicht, obwohl das Medium ja schlecht ist für ihn, ja, und obwohl es ihm nicht gut tut, sondern gerade weil es ihm gut tut oder weil die Person den Eindruck hat, das ist gut und das erfüllt ein Bedürfnis, das erfüllt einen Zweck. Mhm. Und Videospiele schaffen es, ganz viele soziale Bedürfnisse und verschiedene soziale Bedürfnisse zu befriedigen. Da geht es um Anerkennung, da geht es um Zugehörigkeit, da geht es um Selbstwirksamkeit, das sind so Grundbedürfnisse menschliche und Videospiele bieten einen Raum, die auf irgendeine Art und Weise anzusprechen und zu befriedigen. Und jetzt ist die Frage viel mehr, oder viel weniger, ist es gut oder schlecht, weil wenn Kinder das gefunden haben für sich, ist es ja an sich eine feine Sache. Mhm. Die Frage ist vielmehr, welche Alternativen hat das Kind? Und welche Alternativen kann man dem Kind anbieten, ähnliche Bedürfnisse zu befriedigen? Mhm. Viele Spiele sind ja kostenlos, also frei verfügbar im Internet oder wo auch immer. Ist das nicht zumindest ein positiver Teil von Spielen? Ja, so könnte man meinen. Dieser niederschwellige Zugang ist natürlich auch was Feines für Menschen, die jetzt vielleicht finanziell benachteiligt sind, dass sie trotzdem an diesen Spielen teilhaben können. De facto ist es aber so, dass diese Herstellerfirmen natürlich nicht aus einem humanitären Motiv diese Spiele kostenlos anbieten und sich denken, ich tue der Welt was Gutes und die Kinder sollen gratis spielen dürfen, sondern die haben natürlich auch kapitalistisches Interesse im Vordergrund. Und insofern sind diese Spiele teilweise sehr aggressiv in ihrer Monetarisierung. Das heißt, es gibt Bewerbungen, es gibt Abo-Modelle und es gibt vor allem Ingame-Transaktionen, die verschiedenste Formen annehmen können. Das kann jetzt von diesen tollen Kostümen in Fortnite anfangen, ja, wo man dann so ein tolles blaues Kostüm hat, das kostet 20 Euro, zwischen 5 und 20 Euro. Das kann zu Spielvorteilen führen, das heißt, ich kann 10 Euro ausgeben und die wäre wahrscheinlich besser sein in Brawl Stars als du, obwohl wir gleich lange spielen vielleicht. Mhm. Ja. Und es kann bis hingehen zu glücksspielähnlichen Elementen wie Lootboxen, die auch in manchen europäischen Ländern bereits verboten sind und sehr kritisch sind. Mhm. Also Lootboxen sind Elemente, die trotz ihrer problematischen Eigenheiten, ja, und trotz ihrer klaren Ähnlichkeit zu klassischem Glücksspiel in sehr vielen Spielen, die bei Kindern und Jugendlichen sehr beliebt sind, eingesetzt werden. Ja. Mhm. Brawl Stars ist eines der Spiele, das die meisten 6- bis 10-jährigen Spieler am Handy haben, ja, Kinder am Handy haben. Und ist trotzdem total Lootbox-basiert. Also ist von der Finanzierung her sehr aggressiv, inhaltlich natürlich fein und lustig und kindgerecht. Ja. Und da müssen wir halt ein bisschen einen Unterschied machen und diese beiden Sphären getrennt voneinander betrachten. Und Stichwort Kleidung, weil du vorher das angesprochen hast, dass man in gewissen Spielen da Kleidung kaufen kann, ist im Endeffekt ja auch nichts anderes als in der alltäglichen Lebenswelt von Jugendlichen, wenn sie auch Kleidung und neue T-Shirts oder Hemden beispielsweise kaufen, oder? Es ist ein Statussymbol jedenfalls. Ja. Also es ist so wie, passend, wie es bei dir war, aber bei mir in der Schule war es super, wenn ich einen Osiris-Pullover getragen habe, ja, oder eine Skater-Marke. Der war echt kostenintensiv, aber man hat es sich einfach gekauft, ja, beziehungsweise die Mama hat es netterweise gekauft, weil es einfach ein Statussymbol war und weil es Zugehörigkeit bedeutet, ja. Mhm. Der Vergleich hinkt insofern ein bisschen, dass man sagen muss, diese virtuellen Güter gehören tatsächlich immer noch der Firma. Und wenn die Firma dieses Spiel zumachen würde, ja, dann sind sie weg. Stimmt, ja. Ja. Wenn ich mal Pullover kaufe, dann kann ich selbst bestimmen, was mit dem passiert. Zumindest dazu ein gewissen Grad, ja. Jetzt wird der Spieleindustrie oft nachgesagt, dass sie Männersache ist. Ist das deiner Meinung nach so? Wenn du sagst, die Spieleindustrie, ja.
Also die Industrie ist sehr stark männlich dominiert, und zwar so weit, dass 25% der Angestellten oder der Arbeitenden in der Videospielindustrie, in der Herstellung von Videospielen, weiblich oder non-binary sind. Mhm. Das heißt, 3/4 verstehen sich als männlich. Das führt dann dazu, dass Spiele von Männern designt werden und für eine männliche Zielgruppe designt werden. Ja. Mhm. Was dann dazu führt, so wie gestern in einem Workshop habe ich es erlebt, dass ich frage, wer spielt Videospiele, und alle Burschen sagen auf und die Mädels nicht. Ja. Mhm. Und wer interessiert sich für Videospiele, und die Burschen sagen auf und die Mädels nicht. Und auf die Frage hin, warum, ja, hat der Mädel gesagt, Mädels interessieren sich für Reiten und nicht für Videospiele. Ja. Und es kann schon sein, dass es stimmt, aber es ist kein Zufall. Ja, das ist das Produkt von jahrelanger systematischer Ausgrenzung von Frauen aus dieser Gaming-Domäne. Und jetzt könnte man natürlich sagen, ist egal, ja, spielt ja keine Rolle, spielen die Mädels halt nicht und gehen reiten stattdessen oder sind eher auf Social Media vertreten. Nur wenn es dann darum geht, sich einen Beruf aufzubauen, Geld zu verdienen, Karriere zu machen, sowohl in der Industrie als auch im E-Sports-Bereich, darf es nicht sein, dass eine Frau oder dass mehr als die Hälfte der Bevölkerung ausgeschlossen wird. Ja. Das ist tatsächlich problematisch. Es ist so, wenn man hinschaut, zum Beispiel bei der Fortnite-WM 2019, mhm, da hat der Österreicher gewonnen, mhm, da haben 200 Personen gespielt, ja, um $3 Millionen hat er gewonnen damals. Mhm. Und Fortnite rühmt sich damit, oder Epic Games ist der Hersteller, rühmt sich damit, dass mehr als 30% der Spieler weiblich sind. Mhm. Jetzt müssten von diesen 200, die gespielt haben, jetzt ca. 70 weiblich gewesen sein. Mhm. Es war aber keine einzige Frau dabei. Null. Ja. Und das ist ebenfalls kein Zufall. Es liegt nicht daran, dass sich Frauen nicht interessieren, sondern es liegt daran, dass Frauen wirklich ausgegrenzt worden sind. Oder dieses Bild, das ist keine Frauensache, deswegen ist es uninteressant für Frauen, sehr lange etabliert worden ist. Mhm. Du bist mit deiner Beratungsfachstelle Enter auch sehr viel in Kontakt mit Erziehungsberechtigten und Sozialfachkräften. Wie schaut das Ganze jetzt wiederum im Kontext der Schule aus? Wie kann ich jetzt als Lehrperson Kinder und Jugendliche für das Thema Online-Spieler sensibilisieren? Das hängt immer davon ab, mit welchem Ziel man das macht. Ja, das Thema Online-Spiele ist ein großes Thema. Und wie gesagt, es gibt verschiedenste Arten, diese Spiele zu spielen, verschiedenste Aspekte, die da zu bedenken sind. Ich persönlich mache am liebsten das Thema Gender und Gaming, wenn ich in Schulklassen bin. Weil ich weiß, dass auch die Personen, die sich nicht als Gamerinnen verstehen, dann mitsprechen können, mhm, ja, und mitdiskutieren können. Fragen wie schauen diese Personen aus, die da dargestellt werden? Sind die übersexualisiert weiblich? Wie schauen die Frauen aus? Wie schauen die Männer aus? Da geht es um dieses Thema des Male Gaze auch. Ja? Mhm. Das ist etwas, wo alle mitsprechen können und was total fruchtbar ist oft in der Diskussion. Ich kann da gut drüber sprechen, weil ich mich persönlich für Videospiele interessiere und weil ich mich gut auskenne in dem Medium. Mhm. Wenn jetzt eine Lehrkraft wäre, die sagt, kenne ich mich nicht so gut aus, ja, dann würde ich das einfach nicht machen. Mhm. Dann würde ich es tatsächlich nicht machen, sondern auslagern, weil ein authentischer Zugang total wichtig ist und authentischer Zugang dann möglich ist, wenn ich wirklich so ein gewisses Verständnis und Liebe zu dem Medium mitbringen kann. Das heißt, als Lehrperson komme ich dann zu dir, zu deiner Fachstelle und buche deine Workshops. Oder zu Safer Internet oder zu Ähnlichem. Ja. Perfekt. Das wäre fein. Genau, darüber hinaus, also natürlich ist es möglich, gewisse Aspekte wie Sucht anzusprechen, auch ohne dass ich mich gut mit Videospielen auskenne. Ja. Aber es ist sehr hilfreich, dieses Wissen mitzubringen, weil man sonst nicht ganz für voll genommen wird. Mhm. Und das ist, glaube ich, auf Augenhöhe zu diskutieren mit Jugendlichen und mit Kindern, ein sehr wichtiger und feiner Zugang. Mhm. Das ist ein schönes Schlusswort. Lieber Markus, vielen Dank für das interessante Gespräch. Gerne.